Er gilt als spektakulärster Kunstraub in der Geschichte der DDR. 5 Gemälde, die vor gut 40 Jahren in Gotha gestohlen wurden, sind wieder aufgetaucht. Darunter ein Werk des deutschen Malers Hans Holbein des Älteren und eines des niederländischen Künstlers Franz Hals. Der aktuelle Versicherungswert der Altmeistergemälde wird auf rund 4 Millionen Euro veranschlagt. Über einen Anwalt wandten sich Personen an den Oberbürgermeister der thüringischen Stadt und gaben an, im Besitz der Bilder zu sein. Das ist eine riesige Sensation. Die 5 Gemälde repräsentieren die Sammlung in Gänze, vor allen Dingen eben auch die niederländische Malerei, einen Kernbestand hier in Gotha. Die Werke waren in einer Dezembernacht im Jahr 1979 aus einem der Museen von Schloss Friedenstein entwendet worden. Der Fall wurde bis heute nicht aufgeklärt.